Der Reigen der zuletzt doch immer wieder etwas besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA wurde am Mittwoch fortgesetzt durch den Arbeitsmarktbericht der Agentur ADP. Demnach sind nämlich in der US-amerikanischen Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Zumindest jetzt auch im Monat Februar. Das ist natürlich ein guter Vorbote für den Arbeitsmarktbericht der US-amerikanischen Regierung, der dann auch die Jobs enthält, die von staatlicher Seite bereitgestellt werden. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber erste Reaktionen gab es schon. Der Euro lief etwas schwächer und der deutsche Aktienindex wurde weiter gestützt. Der biss sich allerdings derzeit noch am charttechnischen Widerstand, der etwas über der Marke von 9.800 Punkten liegt, die Zähne aus. Warten wir mal ab, ob es dann einen neuen Angriff auf diese Marke geben wird. Das wird abhängig sein, natürlich auch von den wichtigsten Konjunkturdaten, die dann am Donnerstag, dem 3. März 2016, veröffentlicht werden. Da geht es zunächst los mit Daten aus China um 2.45 Uhr in der Nacht, dem Kaixing Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor. Dann haben wir um 11 Uhr den Einzelhandelsumsatz aus dem Euroraum auf der Agenda. Um 14.30 Uhr gibt es dann nochmal Daten vom Arbeitsmarkt in den USA. Hier die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die ja Woche für Woche abgedatet werden. Um 16 Uhr gibt es dann den Auftragseingang in der US-amerikanischen Industrie und ebenfalls um 16 Uhr nochmal einen sehr, sehr wichtigen Datensatz, speziell für die Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich den ISM Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor, der von besonderer Bedeutung ist für die größte Volkswirtschaft der Welt. Einige prominente Unternehmen werden übrigens Quartalsbilanzen veröffentlichen. Zu denen gehören dann unter anderem Adidas, Audi, Axel Springer, Barnes & Noble und auch Jungheinrich. Es ist also auf jeden Fall für Spannung gesorgt.